Ja. Das oder gibt's nicht mehr. Hey, it's Nico. Hey, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Yeah, well, I like things clean. I can see that. But everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. OCD or something? Oh. So, where are you taking me? You look good. Oh, thanks. I don't know. I'm new here. I thought maybe we could go to the fun fair. Yeah, great. Let's go. Love the fun fair. Actually, we call it carnival here. Just a little difference. Okay, auf dem Vergnügungspark oder Jahrmarkt, wie das der liebe Nico nennt. Oder Vergnügungspark. Schickerwagen. Den. Soll ich jetzt nicht zu deppern? So, Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I had to help him out. Really? Does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? He's made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really, he's a legitimate businessman. What about you? I'm just trying to make the right decisions. Okay, naja, gut, was sie da wirklich gemacht haben, sollten wir euch auch nicht erzählen. Denn ich glaube, dann würde sie mit uns kein Date mehr machen, wenn wir sagen würden, ja, ey, oh, ich habe zwei Menschen haben geschlagen und den dritten habe ich abgemetzgert. Den habe ich gemessert. Aber dann würde sie uns nicht mehr mögen. Hey Nico, the carnival isn't open. I think they're gonna turn it into a big Las Venturas-style theme park. There's a bowling alley over on the boardwalk. Why don't we play a few frames? Cool. Let's go bowling then. Ja, das sieht aber, man muss aber mal ganz ehrlich sagen, wenn jetzt mir mal so ein bisschen steht, ne, das sieht schon geil aus. Ich finde ja, ne, bei Thanks Nacht for so guckt taking sich. me out. I haven't been on a date for a while. Das sieht schon I'm echt geil kind of aus. lonely here. I thought you were doing me a favor by going out with me. You're the local. I'm not a local in Liberty City. I came here from somewhere. Where? Oh, the Midwest. You probably know more people here than me. More assholes, maybe. Also sieht hier schon extremst geil aus, wenn man das sich mal anguckt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh, das sieht schon geil aus. Das sieht schon nicht schlecht aus, ey. Obwohl das Spiel ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, aber natürlich bei mir sind auch natürlich. Oh, was ist denn da? Oh, was ist denn hier? Oh geil, ich hab was gefunden. Oh, ich hab nichts gefunden. Keine Molotow-Cocktails. Geil, ich hab Molotow-Cocktails. Geil. Ja, sieht geil aus. Oh, es stürzt ja aber nicht. Achso, jetzt zündet die immer wieder neu an, das ist auch gut. Jetzt schon Bock, wenn so einen Molotow-Cocktail am Kopf zu werfen. Ich glaube, dann ist die Mission gescheitert. Na komm, da komm mit, kleine Michelle. Wir gehen jetzt mal richtig geil bowlen. In, wie heißt der Laden? Memory Lanes. Ja komm, wir gehen rein, ey. Wieder hier. Du, ja. Ich halt meine Freundin die Tür nicht auf. You Ja, have Arschloch. come to Memory Lanes. Choose a lane and make good memories. Sorry. Ja, alles gut. Komm, jetzt spielen wir jetzt mal richtig geil Bullen, ey. Wir gehen jetzt mal richtig geil Bullen. Okay, bringe dich mit A, D in Position, drücke LMT, um in Bereitschaft zu gehen, drücke F, um den Punkt zu gehen und B, um denken, um aufzuhören. Ziele mit der Maus in einer Bewegung nach hinten. Du sie schnell wieder nach vorn. Wobei du sie dann nach links, weil du links oder rechts anwinkeln kannst. Im Schuss hin zu bestimmen, drücke RMT. Okay.
Oh, Mist. Leider nicht alle getroffen. Okay. Hä? Well, I guess bowling is not my thing. Gut, dann ja, bowlen wir mal hier eine Runde. Ist eigentlich auch die ganze Zeit. Ich finde bowlen ziemlich geil. Da macht man irgendwie immer ganz viel Bock, weil es immer ein entspanntes. What the fuck, Alter, die macht ja platt, ey, Alter. Sie macht mich platt. Nein, nicht mit dem Ohren. Eben gerade, sie hat schon. Richtig doof getroffen. Weil eine übrig bleiben wird. Ah, Mist. Ich hab da auch alles mal verloren, ne? Also ich bin ja nicht sehr. Bin ja ein so guter Bruder, muss ich ganz ehrlich mal zugeben. Okay. Ja. Aber zum Glück spiele ich aus Bohlen, denn sonst würde ich verlieren. So. Zack. Gibt's doch nicht. Sort of a boring start. I'm not great at life, but I fall like an angel. Oh. Mist. Nearly a strike. Come on. That's the last of them down. Nice, hat sie wieder ein paar Punkte mehr. Wollte ich so getroffen. Geil. Ein halbes Spiel ist gleich vorbei. Ah, gut zu wissen. Bam. Geil. Machen ein halbes Spiel, es reicht auch. Also ein ganzes ist auch sehr, sehr. Wäre auch sehr lang. Ein ganzes Spiel. Halbes reicht. Komm, wir haben vier Punkte. Mal gucken. Das sieht wieder ganz geil aus. Zur Runde, ne? Okay, not bad. This is it. Ich habe es damit auch immer geschafft, sie zu schlagen, aber das kriege ich wohl jetzt nicht hin. Spare, geil. Good luck. Haben wir auch mehr bekommen. Dafür nochmal, oh, wie geil. Gut. Schmeißen wir nochmal. Ah,
Und sie hat gewonnen. Na gut, egal, hab ich mir auch gedacht. Bin der MV überhaupt nicht so talentiert für. What? Gut, du hast das Spiel verloren, ja, sehe ich. Dann würde ich sagen, ich esse mal ganz kurz eine Kleinigkeit. Ja. Yep. Das ist eine ganz kurze Nervennahrung. Bon Appetit, motherfucker. What the fuck? Was ist das? Bon Appetit, mein Freund? Okay. Here in Liberty City. No boyfriends or husbands or anything? No, I guess I'm married to my job. Well, what do you do? What do you do? Come on, I asked first. I work with Mallory. What do you do, exactly? You're a hard girl to talk to, Michelle. I guess you're not used to talking to American women. I guess. Okay, das ist mal natürlich schon eine Nacht hier. Das sieht irgendwie so geil aus. Mach mal einen Screenshot. Entschuldigung, muss ich mal einen Screenshot machen, das sieht so, das MV, das sieht so verdammt nochmal scheiße geil aus. Ich weiß nicht, ich finde das, oh, Alter. Mit dem Flugzeug im Bild, ey. Ah, mal einen Screenshot, ich finde, das sieht so geil aus. Das kann man sich einfach mal geben. Und jetzt schön, schön richtig entspannt da. Also, auch wenn man dann so atmet, das sind so, die kalte Luft siehst. Das ist auch geil gemacht. Also schon extrem das Game. So like okay, wieder für das Studium. Na gut, wir gehen mal einen kleinen Stück schneller, sonst kommen wir nämlich hier am Ort ran. Zack, 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 zack. Gut, lass uns hier abhauen. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's anybody doing here? I don't know. I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's bullshit stories, maybe. I just felt like I needed a new start. There's nothing else about Liberty City then? Just Romans? Maybe there is more to this place. I'm not sure yet. Ja, dieser Ort hat einiges zu bieten. Nico, und das ist doch noch früh genug erfahren. So, lass uns fahren wir jetzt nach Hause, dann haben wir diese Mission ein bisschen. Na, müssen wir noch mal, ne? Oh Gott. Ja, danke. War doch ein guter Stunt. Hat den nicht. That was nice. I'm really interested in seeing you again. Yeah, that would be good. I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man es öfters macht. Ich habe es nie gemacht. Nur einmal gemacht und dann nie wieder. Können wir ja mal öfters machen. Also jetzt nicht jetzt gleich, aber immer durch. Rede, jetzt sind wir zu Roman wieder. Dem alten Sack. Nehmen wir jetzt mal ihr Auto. So, dann mal gucken, was Roman jetzt von uns hat. Wir müssen jetzt wieder ein paar Gangster für ihn töten. Ich würde es nicht wundern. Easy fair. Okay. Come on, Hattie. Forget about the fat serf. Vlad, shut up. But he's a serf, and you're a countess. Talking about serfs. Oh, hey, Nico. Where's Roman? Good question. Hey, Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy's a fucking creep. Give him a break. He
snow in the country. I can see that. Did you walk here from 1985? Yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I mean, I know I'm good looking and everything, but come on. Hey, Mallory. Hey, man. Hey. About time. Lad, laddie boy, what's going on? Roman boy, you tell me what's going on. That's aftershave. What is that? Sex pest? No. It's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good. Anyway, Nico dealt with him. Broke Dardan's arm. Then beat up a couple more. Then we teach them a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey. Yeah. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. What was this all about? Nico came in looking for you, and Vlad told him to get him a fucking coffee, and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Shark and Romans Auto. Okay, wir dürfen mal wieder den Taxifahrer spielen. Ja, wir sind ja nach Liberty City gekommen, um Taxifahrer zu werden. Ah, Gott. So. Dann lass uns Taxifahrer werden. Nee, wie fahren wir jetzt mal, fahren wir jetzt mal zu Jermaine und holen ihn mal ab. Mal gucken, was davon ist. Wieso war es, wie das für kein Bulle sind? Das ist so ein Typ, der irgendwas Illegales macht. Weiß das der GTA, ne? Halt uns das nicht wundern. Thanks for coming. Can you take me over to Masterson Street? Masterson Street it is, Jermaine. So. Fahr ich dahin. Ist ja gar kein Problem. Shit, I thought Roman was gonna pick me up. I need someone I can trust for this run. I'm Roman's cousin. If you can trust him, you can trust me. He told me about you. You're Nico, right? The hotshot ladies' man cruising around the Mediterranean, breaking hearts and making millions? Yeah, I traded in the yacht for this cab. That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got it. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been cleaned for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay. I gotta pick up some hot parts for my lockup. You down? I ain't got no problem with that. Just don't tell me if you stole this shit from a hospital or a school for sick kids. My conscience is troubled enough already. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. Ja, okay. Jeder, der ein Verbrechen ertappt wird, erhält einen Fahndungslevel und wird von den Cops gejagt. Das habe ich ja schon gemerkt. Achso. I ain't going down, man. Get rid of this heat. Ja, ja, muss auch immer hier fahren, ne? Bin ein guter Autofahrer, vertrau mir. Es ist so viel zum Thema, ich bin ein guter Autofahrer. Eine Angst, nicht schon los. Ich arbeite dann. Oh. Und Tag. Oh, weg da. Entschuldigung. Ey, die waren weg. Tut mir leid.
this kid over here and working on it. Ah. Cool. I think we managed to shake him. We just need to lay low for another minute. Wo fahr ich denn hier lang? Oh Gott, was ist denn das Weg, den ich hier eingeschlagen habe? Wow. Es hat geklappt. War ein sehr, sehr komischer Weg. Ah, jetzt nicht gegenfahren. So, what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It has not really started yet. I'm getting settled in, you know? Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole called Vlad, who he owes money to as well. Good luck with that. You're really gonna need to get this car fixed up. Yeah. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, alright? Mhm. Geil, der uns hat $5 gut. Leute, dann würde ich sagen, das reicht dann jetzt auch mal für erstmal. Ja, ich nehme jetzt irgendwie, wird nicht lange aufgenommen. Oh, ein bisschen bald zur Stunde. Ich wollte das Projekt jetzt hier noch beginnen. Roman, I got your friend Jermaine where he wanted to go. Good, Nico, thanks. I can talk. See you soon. Jetzt schon wieder los. Ich kann Motor aus dem Fenster werfen. Geil. Ja, Leute, das war's dann für diese Folge. Für diese Folge jetzt hier. Ich hoffe, dass dir das neue Let's Play gefällt. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich weiß selbst nicht mehr, was selbst für mich blind, obwohl ich schon mal gespielt habe. Ich weiß noch ein bisschen, wie manche Missionen funktionieren, aber die Hälfte davon weiß ich, kenne ich gar nicht mehr. So, es ist halt das. So, ich werde einmal so speichern. Einfach nur mal, wenn mal eine Aufnahme schief gehen sollte, dass ich dann halt nachzocken kann. Oh, hoffentlich passiert das nie. Nur mal speichern. Ein erreicht ja. So. Ja, mir hat jetzt gefallen bis hierhin und könnt ihr mal sagen, wie euch das Gerücht gefällt oder so. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder ist, Grand Theft Auto 4. Anrufen. Fatty Roman's cousin. It's Vlad. Vlad, name doesn't ring any bells. I'm sorry. You better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Kamrat Bar in Mohawk. I have a word for you. Okay, flattert Arbeit für uns, das ist gut. Ja. Und ja, dann spreche ich das noch kurz nochmal und dann, würde ich auch sagen, das reicht für heute. Dann werde ich nämlich jetzt ins Bett gehen. Wir haben schon ein bisschen mehr als 4 Uhr. Ja. Wir haben ein bisschen mehr als 4 Uhr gerade. 4.10 Uhr gerade. Ich würde sagen, ich gehe erstmal pennen. Bearbeite vielleicht noch ganz kurz die Audiospur. Und mach das morgen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.